Grüezi, wir sind ja dich schon Gast. Willkommen zurück zum neuen Video. Wir gehen heute in den Wald und bauen dort etwas. Vielleicht werde ich noch übernachten. Er kann nicht, weil er morgen in ein Lager geht von Sunrise. Ja, aber bis nachher. Für die, die nicht wissen, was Sunrise so busy ist, das ist ein Telekom-Unternehmen wie Swisscom, was Handy-Abos macht und so. Es ist keine Werbung. Ich habe jetzt auch die Lehrstelle. Wir sind heute nicht alleine. Wir haben nämlich wieder hinter der Kamera den Eliam. Hallo! Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal in den Wald. Bis gleich. Wir haben hier gerade einige Pflöcke für das Bett, das an hier, wo Can steht, hinkommt, gemacht. Jetzt kommt hier direkt noch die Treppe, wie ihr hier seht. Hier wird ganz stark gearbeitet. Und Baumeister Can, was kommt als nächstes? Nach der Treppe. Also Elia macht hier jetzt dann das Dach wahrscheinlich. Ja. Und ich mache hier weiter und Elia macht das Bett weiter. Gut, dann würde ich sagen, kommt hier nochmals eine Timelapse. Genau. Kleine Entschuldigung an dieser Stelle, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt filmen können, denn hier im Wald gibt es nichts, praktisch keinen Ort, wo man die Kamera gut hinstellen kann. Aber jetzt kommt erstmal noch eine Tablet oder ein kurzes Video, wie Can hackt, und danach werde ich sehen, wenn wir das nächste Mal filmen. So, Roomtour, wir werden nochmal Zeit mit Maus fahren. Genau, wir werden dann später noch eine Roomtour machen.
Und das wird wahrscheinlich mehrere Parts lang. Schreibt doch in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ihr könnt vielleicht auch mal mithelfen. Schreibt doch in die Kommentare, was wir das nächste Mal machen könnten. Genau. Und auch bei Liam, bei Pflanzen. Der ultimative Test der Treppen. Der Treppe. Durchgeführt vom Bauer Eliam. Der die Treppe auch gemacht hat. Also, wir werden das jetzt testen und ich werde draufsteigen. Er ist über unser fettes Jahr. Trommelwirbel. Mach Trommelwirbel. Da, 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 da. Es hält. Die Treppe hält. Ich klinge schon wie unser Schweizer Kommentator. Noch ein bisschen ausbessern. Wenn das getrocknet ist, haltet das. Gut. Grüße gehen raus an Levi, denn er weiß genau, wo wir sind. Und er hat mit Can schon mal hier eine Art Base gebaut. Sieht man auch bei dem hier. Sorry. Ist noch ein Haus. Wenn wir vielleicht umbauen im Laufe des Projekts. Falls jemand von euch herausfindet, wo das ist, kann er gerne mal einen Short oder mit dem Hashtag Projekt Waldbase hochladen. Das schreibe ich hier oben irgendwo noch hin und dann werden wir wahrscheinlich darauf reagieren. Oder wenn jemand von euch, der weiß, wo das ist, Lust hat mitzuhelfen, kann er sich selbst gerne bei Can in der Schule oder in den Kommentaren halt melden. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt mal weiter mit dem Bau. Wir haben hier noch einen Seilbahn gebaut. Nicht unbedingt nur für Menschen, sondern auch vor allem für Werkzeug und Baumaterialien, die wir dann hier runter tun können. Hier wird gerade noch ein Hering dafür gebaut. Der wird ihn hier reinhauen, dann machen wir einen Spanner, da zeigt uns dann schon, wie das geht. Zur Info, wir werden wahrscheinlich eine 24-Stunden-Challenge in unserer Waldbase machen, sobald sie einigermaßen bezugsfähig ist. Das sieht jetzt noch nicht so aus. Und dann werden wir wahrscheinlich 24 Stunden dort sein. Schreibt uns aber weiterhin gerne super coole Tipps in die Kommentare, damit wir sonst noch was machen können. Das ist der Hering für die Seilbahn, für den Spanner dann. Ich zeige euch oder Eliam, wie das dann geht, der Spanner nachher. Ja, super. Jetzt macht ihr eine Schlaufe. Nochmal eine Schlaufe. Geht ihr hier so durch und macht hier eine Schlaufe. Geht hier runter. Geht ihr einmal oder zur Sicherheit zweimal. Geht durch. Noch ganz auf den Boden. Und noch richtig runter. Dass es nicht hochrutscht. Durch das Seil. Und jetzt runterspannen. Wirklich. Jetzt will man hier auch wieder sich spannen. Fest runterspannen. Jetzt, dass er hält. So. Durch die Schlaufe. Und hochziehen. So, sehr gespannt. Und jetzt kommt gleich noch der Seilbahn-Test. Ich bin jetzt hier oben angekommen. Safety first. Also bringe ich mich jetzt hier hin. An. Dann kommt das nächste, ist der Rucksack an. Schnalle. Hier kann man das später hochziehen. Ich löse jetzt das hier. Jetzt kommen wir zum Test. Funktioniert die Seilbahn? Sie funktioniert. Wenn das jetzt gelöst ist, kann ich das einfach wieder hochziehen. Also hier bauen wir jetzt das Bett. Das sind die... hier ist die Treppe. Das sind die... hier ist unsere super funktionstüchtige Treppe, wie ihr im Test vorhin schon gesehen habt. Das sind die Latten für den Lattenrost, für das Bett. Und das wird das Bett hier. Die Matratze müssen wir dann noch suchen. Das wird dann wahrscheinlich auch Material hier aus dem Wald sein. Das wird Material aus dem Wald. Wir haben jetzt hier eine Zeit lang nicht mehr gefilmt. Vieles hat sich verändert. Wir haben hier die verbessert mit dem anderen Seil. Dann dort hinten haben wir schon ein Badezimmer, aber wir haben auch gegessen. Das Badezimmer zeigen wir euch nachher am Ende.
Und das Bett nimmt langsam auch Form an. Wir machen hier in der Mitte gerade nochmal so einen Balken, dass es besser hält. Wir müssen schauen, wie wir uns was wieder die Matratze machen. Der Can sucht jetzt gerade noch Grünzeug. Wir haben jetzt schon grob bestimmt, was wo hinkommt. Hier kommt das Bett hin. Und hier in diesem Häuschen hier vorne ist das Esszimmer oder hinten dran. Hier kommen vielleicht nochmals zwei andere Betten rein. Und jetzt sage ich euch auch noch das Badezimmer. Man hört es schon. Ein langer Weg durchs Badezimmer. Jetzt sieht man es auch schon. Ja, ist die Badewanne mit der Dusche hier hinten. Die Toilette haben wir noch nicht, aber man kann es hier hinpinkeln, wenn man das will. Und dort vorne ist der Rest. Meine Damen und Herren, kommt der ultimative Bettentest. Ja, ich probiere es jetzt. Sind wir gespannt, ob es hält. Wie ist es? Also da muss noch ein bisschen Grünzeug drauf, aber es hält. Weil es am Schlafsack. Ja, genau. Aber es hat ziemlich geknackt und da unten sind noch ein paar Bretter rausgefallen. Aber das hält gut. Also ich denke gut, dass das eine Nacht aushalten werde. Dann wird die Bequemheit von 1 bis 10. Wie bequem ist das? Jetzt gerade noch so 5, 6. Das ist schon mal gut. An dieser Stelle würden wir den ersten Part von Projekt Waldbase beenden. Wir haben sehr viel geschafft. Wir haben das Bett fertig, das Grundgerüst der Brücke hier unten, die Treppe, die Seilbahn. Das kommt gut. Und das Haus hat vorne, wir natürlich auch noch umbauen und alles. Schreibt uns weitere Ideen für dieses Projekt hier rein. Du kannst jetzt noch was sagen. Ja, danke vielmals für Eliam. Für das Helfen und für das Filmen. Und ja, vielleicht ist es nächste Mal auch wieder dabei. Dann ja, vielleicht nächstes Mal ohne Elia. Wir müssen noch gucken. Ich ja. Sehe also dann, wenn der nächste Part kommt. Und ach ja, falls die Fußball-Challenge zu diesem Zeitpunkt nicht online ist, die kommt noch. Die haben wir auch vorgestern gefilmt. Aber ich weiß nicht, wann ich die hochladen werde. Doch, das werdet ihr dann sehen. Dann schaut auch unsere letzten Videos an. Die werde ich hier irgendwo herum verlinken wahrscheinlich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Okay, ciao.